Es fühlt sich an, als wach ich auf aus dem Winterschlaf. Brauch nur ein Wimpernschlag, Zeit ist relativ, doch unser Traum bleibt für immer da. Ich hinterfrag dieses Leben, ich will alles wissen. Alles sehen, alle Meere, alles sehen, alle Küsten. Große Städte, kleine Dörfer und Gemeinden. Das Abenteuer ruft, manchmal hört man es von Weitem. Mach die Augen zu, hör nur auf dein Herz und lass dich leiten. Denn genau wie du musste ich mich irgendwann entscheiden, ob ich diesen Weg alleine gehe. Ich traf den Mensch, der mir das Heimweh nehmen kann und mir ein Leben lang zur Seite steht. Baby, alles was wir brauchen ist hier. Ich glaub, zu Hause ist wir. Steig ins Auto ein, spür den leichten Fahrt. Wir sind überall zu Hause, solange wir beide da sind. Ja, solange wir beide da sind. Come on, everybody. Bau mit mir ein Haus und vergiss dein Apartment. Sind überall zu Hause, solange wir beide da sind. Die Reise ist im vollen Gange, wir sind alle nur zu Gast auf dem Planeten. Schau die Metropole an, sie platzt aus allen Nähten. Es sind ein paar Millionen, jeder auf seiner Mission. Allein um dich zu finden, hat sich diese Reise gelohnt. Wir wollen nicht aussehen wie jeder, wir wollen raus aus den Federn. Auf dem Weg nach oben geht es auch mal durch Täler. Wir sind jung, wir nehmen es in Kauf, machen Fehler. Was wir heute lernen, brauchen wir später. Wir sind alle vernetzt und folgen einfach einem anderen Gesetz. Und es wird Zeit, dass man uns leben lässt. Wann wenn nicht jetzt, wo wenn nicht hier? Ich geh mit dir durch fremdes Gebiet. Denn all die Grenzen, die wir kämpfen, sind fremd zu kreieren. Was auch am Ende passiert, wohin die Wege auch führen. Ich bin nicht angekommen, solange ich deine Nähe nicht spür. Ich bete, dass wir uns niemals aus den Augen verlieren. Du weißt, zu Hause ist wir. Ja, zu Hause ist wir. Sabina, ti amo. Wie heißt du denn? Wo kommst du her? Ich heiße Antonio Esposito, komme aus Göppingen und bin 29 Jahre jung. Siehst du jung aus? Ja. Versuch schon, meinen Bart wachsen zu lassen, aber... Ich auch. Ja, ich auch, seit 27 Jahren. Das ist harte Arbeit. Klappt ja gut, gell? Ja. Antonio, wenn ich ehrlich bin, gibt es eine Strategie in meinen Gedanken. Ganz einfach. Wir haben einen Rapper in unserem Team, der ist richtig, richtig gut. Oder wie Nico sagen würde, der ist richtig, richtig, richtig gut. Also, wir wollen halt, dass wir ein Rap, irgendwie so Battle haben, wo zwei Rapper die Chance haben zu zeigen, wer ist besser. Und das können wir nur erreichen mit zwei Rapper. Und ich sagte, es war komplett strategisch. Ich finde, du bist gut. Ich habe Marc angeschaut und gesagt, Marc, gut. Und er sagt halt, top. Und dann hat er gesagt, okay, fuck it, wir gehen. Wenn du hier kommst, du hast nicht nur 100% Support von Ray, du hast auch 100% von mich. Ich liebe deine Idee, Rap-Battles. Ja. Es wird eine super Show. Sag dir ganz ehrlich, das war unser Plan und würde mich wahnsinnig freuen, wenn du in Summer Rae kommst, um einfach diesen Battle zu erleben. Antonio, vielleicht sage ich auch nochmal, ich habe mich auch umgedreht. Also, ich denke da gar nicht so strategisch. Ne? Ich finde, dass Rappen mittlerweile jetzt auch zu The Voice of Germany gehört. Der ganze Song war ja genau ein Flow, eine Art zu rappen. Und die kannst du. Das ist so diese 2012 Rucksack-Rap Art und Weise. Weißt du, wie ich meine? Und es ist jetzt nicht das Fresheste der Welt, was du da auf die Bühne gebracht hast. Aber das, was entscheidend ist, ist, dass deine Stimme cool klingt, dass man jedes Wort versteht. Nicht jeder klingt gut, wenn er schnell spricht. Das ist nämlich Rappen. Und du kannst rappen. Ich könnte dir vielleicht ein bisschen besser als die beiden Rockmusikkollegen aus Finnland und Irland beibringen, wie man auf Deutsch rappend hier ein bisschen weiterkommt. Da ist Arbeit, es ist aber auch Potenzial da. Dankeschön auf jeden Fall. Problem ist, ich bin durch alle sympathisch. Und das ist mein Problem so aktuell so. Aber wir sind denn zwei sympathische Typen gegenüber einem sympathischen Typ. Also vielleicht wäre das dann wiederum unfair. Ja! Gegenüber Marc ist nichts unfair. Exakt, das ist unfair. Komm, es ist schwierig, Entscheidungen zu treffen, aber du kannst das. Startet mit ich gehe zu. Ich gehe zu Samurai. Das war cool. Wir machen ein Rap-Rap-Battle. Absolut. It's on. Decided. Ich liebe Rap-Battles, deswegen. Das machen wir dann. Antonio, ladies and gentlemen.